Ich bekam vor 2 Tagen oder sowas einen Kommentar auf eines meiner Videos und da hat jemand gefragt, wie das hier in Israel ist mit Straßenhunden. Und in der Tat ist es so, dass es hier sehr, sehr viele, also mehr Straßenkatzen als Hunde gibt. Es ist leider auch hier so, dass eine gewisse Anzahl von Israelis, die setzen ihre Hunde aus. Das war schon in den 80er Jahren ein Thema, wo ich im Kibbuz war. Und da wurde uns vom Kibbuz gesagt, also ich war da im Ulpan, im Sprachkurs, und da wurde uns gesagt, dass wir, also auch die Volontäre, die da waren, oder wir, die Ulpan-Schüler, dass wir keine, ich sag mal, streunenden Hunde oder Katzen aufnehmen in der Zeit, wo wir da sind, für 6 Monate im Sprachkurs. Es war so und es ist auch heute noch so, dass Israelis, die ihre Hunde loswerden wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass die oft zu Kibbuzim fahren und die dort irgendwo anbinden. Also oft sogar, also die kommen dann mitten in der Nacht und binden da irgendwelche Hunde an. Meistens in der Mitte vom Kibbuz irgendwo, dass man das auch dann gleich sieht morgens und sich dann um die Hunde kümmert. Also diverse Israelis, die das machen, die meinen dann, dass der Kibbuz sich dann schon um die Tiere kümmern wird. Und die setzen die halt da aus und nicht irgendwo in der Pampa, damit sie jemanden haben, der sich um sie kümmert. Und nicht da irgendwo in der Einöde verenden oder sowas. Und es gibt hier, also das ist meistens der Fall, oder es gibt hier auch, hier bei uns im Stadtteil, ist ein kleines Wäldchen und da passiert es sehr, sehr häufig, dass da Hunde ausgesetzt werden. Also wir haben hier schon ganze Rudel von Hunden gehabt. Also da kamen mehrere Leute hier mitten in der Nacht und haben da ihren Hund sozusagen rausgeschmissen und sind dann wieder weggefahren. Und bei Straßenhunden ist das natürlich so, dass die dann meistens eingesammelt werden von der jeweiligen Stadtverwaltung und die werden dann ins Tierheim gebracht. Und da bleiben sie dann eine ganze Zeit und man kann die adoptieren oder so. Oder ich weiß nicht, ob die dann irgendwie umgebracht werden, das weiß ich jetzt nicht. Aber man kann die ja jetzt nicht überall rumlaufen lassen, das wäre ja auch gefährlich, dass sie dann vielleicht jemanden anfallen oder so. Aber viel mehr hier im Land gibt es Straßenkatzen. Und die gibt es überall. Eben weil die sich ja vermehren, ne? Und dann sind wieder neue da, dann sind wieder Kittens da und so kleine halt. Und so geht es immer weiter. Der biologische Lauf der Welt bei den Katzen. Und wie gesagt, Straßenkatzen gibt es überall. Bei uns im Stadtteil natürlich auch. Überall. Und wir hatten, das wird jetzt 10 Jahre her, hatten wir hier bei uns im Vorgarten eine ganze Familie wohnen. Und um die Familie habe ich mich dann irgendwie gekümmert. Und übrigens war ich nicht nur die Einzige. Israelis kümmern sich gerne so, also viele Israelis, nicht alle, aber kümmern sich gerne so um Straßenkatzen. Also da wird dann irgendwelches Essen rausgestellt und solche Sachen. Und es werden auch viele dieser Straßenkatzen adoptiert von irgendwelchen Leuten, auch von mir. Also ich habe mich dann so ein bisschen um die Familie gekümmert und die haben sich dann auch immer weiter vermehrt, aber gleichzeitig sind die dann auch immer gleich gestorben, weil wir haben hier eine Straße und so und da sind die immer über die Straße gelaufen, kam Auto, Katze weg. Und dann war hier vor ein paar Jahren irgendwie so eine Katzenseuche, irgend so eine Krankheit ist umgegangen. Also es war keine Tollwut, es war irgendwas anderes und da sind hier viele Straßenkatzen verendet, auch von der Familie. Und einige haben dann überlebt und so und ich habe dann immer auch jemanden adoptiert bei mir. Also das ist jetzt
Jetzt habe ich eine auch noch von der Familie. Das ist die letzte von der Familie, weil die anderen sind entweder tot oder wurden auch adoptiert von anderen Leuten. Also ich habe jetzt noch eine Katze. Die pennt gerade nebenan. Und wir kommen sehr gut miteinander aus, obwohl sie ein Weibchen ist. Und Weibchen sind komplizierter als die Kater. Die Kater sind einfacher zu halten. Aber ich habe sie jetzt schon einige Jahre und wir haben jetzt wieder hier eine neue Familie gegenüber beim Gebäude. Da kümmert sich das ganze Gebäude um die Katzen. Die haben da alle ihre Schälchen, ihre Essensschälchen draußen stehen und Wasser. Und da bringt dann jeder immer irgendwas hin. Aber es ist in Israel schon so, dass man sehr, sehr viele Straßenkatzen hat. Was natürlich teilweise auch von Vorteil sein kann, weil es gibt im Sommer diverse Viecher, die rumkriechen und so, und dann hat man auch Mäuse, und die erlegen das dann natürlich alles. Und eine Katze hier von uns im Garten, die hat mal eine Schlange gefangen im Garten. Die ist dann mit der Schlange rumgelaufen. Mich hat fast der Schlag getroffen, aber es war nur eine kleine Schlange. Aber so Mäuse und Ratten bei der Hitze im Sommer ist das schon ganz gut, wenn man Katzen hat. Und die jagen dann auch die Lizards, die Eidechsen. Ja, meine Katze fängt auch Vögel. Die fängt alles und schleppt alles hier an. Ich habe hier schon, mache ich die Tür auf, kommt die Katze rein mit dem Vogel im Maul und dann lässt sie ihn fliegen und dann habe ich den Vogel hier durch die Küche fliegen. Den hat die dann wieder eingefangen. Aber ja, man erlebt schon was. Aber es gibt hier sehr, sehr viele Straßenkatzen, aber auch die Stadtverwaltungen teilweise kümmern sich um die Straßenkatzen. Manchmal fangen die Straßenkatzen ein und kastrieren die und lassen sie dann wieder raus. Das kann auch schon passieren. Oder manche Leute rufen dann die Stadtverwaltung an und sagen, ey, hier ist eine Katze oder so. Und dann kommt die Stadtverwaltung, nimmt die mit, kastriert die und lässt die dann wieder raus. Aber den Nachwuchs, ich weiß nicht, irgendwie sind immer noch genug da, die sich vermehren und man dämmt das irgendwie nicht ein. Und es gibt hier in Jerusalem manchmal in einigen Stadtteilen gibt es so Futterstellen für Katzen, für Straßenkatzen. Ob die dann immer so nachgefüllt werden mit Essen oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt total viele Leute, die einfach Essen rausstellen, für die Katzen auch trinken, Wasser. Und die stellen dann halt immer ihre, was sie irgendwie am Vortag nicht gegessen haben oder am Wochenende, stellen die Leute dann immer raus. Und ich wohne ja hier, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Häuser entfernt von Familie Netanyahu, nicht dem Premierminister, sondern sein Bruder und dessen Frau. Und die kümmern sich hier total um Katzen. Und seit Jahren haben die immer Friskies oder so, halt Trockenfutter legen die immer raus, vor ihr Gebäude, dass die Katzen da Essen haben. Und Frau Netanyahu, also nicht die Frau des Premierministers, sondern die Frau des Bruders, die hat auch in der Vergangenheit immer die Stadtverwaltung angerufen, dass die kommen und die Straßenkatzen mitnehmen und kastrieren und dann kommen die wieder und lassen die dann wieder laufen. Also das war auch so. Und so habe ich die Netanyahus auch kennengelernt über die Katzen. Also jedenfalls Frau Netanyahu. Weil die hat gesehen, ich gebe da auch was zu essen und so. Und dann kamen wir sehr, sehr schnell ins Gespräch. Und so habe ich die dann kennengelernt. Aber die tun sehr, sehr viel für die Katzen und andere Leute hier im Stadtteil auch. Auch die Palästinenser weiter unten, inwieweit weiß ich nicht. Aber ich habe die auch schon gesehen, dass die irgendwas zu essen rausstellen für die Katzen. Und einmal habe ich hier was zu essen rausgestellt, immer wenn ich so Hühnchen habe oder so, die Haut mag ich nicht, dann sammle ich das immer so und tue das für die Katzen raus. An die Straße.
Und da kam eine Palästinenserin vorbei und hat sie gesagt, ah, stellt's auch Essen raus und so, meine ich ja. Und da meinte sie, ja, sie macht das auch immer, wir tun ihr so leid. Sie stellt da auch immer was zu essen raus. Also, es kommt natürlich immer drauf an, wo sich die Katzen ansiedeln, ne? Wenn sie einen guten Stadtteil haben, wo viel zu essen ist oder so. Oder zum Beispiel in der Innenstadt am Machane-Huda-Markt, da sind die natürlich auch ein bisschen breiter. Und ja, also den meisten geht es schon gut, obwohl ich möchte jetzt keine Katze sein und das Leben von denen haben. Um Gottes Willen, das stelle ich mir ziemlich chaotisch vor. Aber das gibt es alles hier. Und man hat vor allem auch im Sommer so Getier rumkriechen. Das fängt jetzt wieder so im April an. Da kommen die Kakerlaken wieder. Also ich habe Glück, ich wohne im ersten Stock und ich habe jetzt keine Kakerlaken in der Wohnung. Aber oft haben Leute Kakerlaken in der Wohnung, vor allem die, die im Erdgeschoss leben. Die kommen dann einfach so rein oder oft kommen die auch durch die Dusche oder so. Oder durch den Wasserhahn oder was weiß ich, wo die gerade rumkriechen. Und die Kakerlaken werden hier schon total fett. Also ich habe mir sagen lassen, nicht so groß wie in Thailand oder so, aber schon groß. Und vor allem so im Frühjahr, wenn die dann wieder so rauskommen, so April, vielleicht noch so bis Mitte Mai, kann es auch sein, dass die fliegen. Und da trifft einen dann immer der Schlag, wenn man das nicht gewohnt ist, dann kommt da so ein Riesenvieh auf dich zugeflogen und das ist eine Kakerlake. Und du denkst, da kommt irgendwie ein UFO oder so. Ja, das kann auch schon sein. Es gibt auch Schlangen und Skorpione, aber ich würde mal sagen, mehr auf dem Land, also in der Stadt, hat man das eigentlich nicht. Ja, vielleicht mal eine kleine Schlange im Vorgarten oder so, das kann schon sein. Aber größere Schlangen gibt es auch und das ist meistens so in ländlichen Gebieten oder in der Wüste halt, aber jetzt nicht unbedingt in der Stadt. Einige Schlangen sind giftig, andere nicht. Einige Skorpione sind auch giftig. Und wenn man so einen Biss hat oder so, sollte man sich natürlich irgendwo ins Krankenhaus begeben. Auf schnellstem Wege. Es gibt ab und zu Tollwut, hier vor allem bei Katzen. Eine Impfpflicht für Katzen besteht nicht, für Hunde schon. Also wer hier einen Hund hat, der muss hier sehr, sehr viel Geld investieren, der muss auch Hundesteuer zahlen. Hundesteuer gibt es hier auch an die jeweilige Kommune und der muss auch Impfungen haben für seinen Hund. Natürlich kann man jetzt einen Hund illegal halten, ne, und der hat vielleicht nicht die Impfungen oder so, aber das ist natürlich dann ein Problem, ne, wenn der Hund jemanden beißt oder so, dann ist das ein Problem mit der Versicherung, wenn es überhaupt eine gibt, wahrscheinlich nicht, aber dann ist das natürlich ein großes Problem. Und hier müssen auch Hunde zugelassen sein, eigentlich. Die müssen auch so eine Plakette haben oder irgend sowas. Aber hier zahlt man schon ganz schön viel Hundesteuer. Und in Jerusalem ist das, glaube ich, im Jahr ein Euro, sage ich mal, 120 Euro oder sowas. Also es waren vor ein paar Jahren, glaube ich, noch 500 Shekel. Vielleicht hat sich das jetzt, oder wahrscheinlich hat sich das jetzt schon erhöht. Aber das ist halt von Kommune zu Kommune anders. Aber für einen Hund muss man natürlich die bestimmten Impfungen haben. Aber eine Katze kann man ja so halten, da zahlt man auch keine Steuer. Und es besteht keine Impfpflicht für die Katzen, aber wenn man zum Tierarzt geht mit der Katze, dann bekommt die immer eine Tollwut, hat meine Katze auch eine Tollwutspritze und eine andere Spritze gegen die Katzenkrankheit. Ich weiß jetzt nicht, wie die Katzenkrankheit heißt. Aber Tollwut ist eigentlich jetzt nicht so geläufig hier im Land, sondern wenn es das gibt, dann gibt es das auf dem Golan. Aber jetzt nicht unbedingt hier. Verbreiteter ist diese Katzenkrankheit. Und mein Tierarzt meinte mal, also hier in Jerusalem oder an anderen Orten, wenn man nicht gerade im Golan ist, kann man auf diese Tollwutspritze verzichten. Aber man sollte das unbedingt gegen diese Katzenkrankheit haben. Das wäre viel wichtiger. Aber naja, muss jeder selber wissen, ob er dann die Tiere impfen lässt oder so. Bei meiner Katze wäre das mal wieder nötig. Das hält immer ein paar Jahre an, diese Impfungen bei der Katze. Aber ich weiß nicht, wie ich die Katze zum Tierarzt kriege. Also ich habe hier zwar so einen Tragekoffer, ne, so einen Carrier, aber ich kriege die da nicht rein.
ich glaube, die würde mir, und wenn ich die hochheben würde und da reinstopfen würde oder so, die würde mir die Augen auskratzen. Das würde ich nicht überleben. Das ist immer bei Katzen, jede Katze, die ich hatte, da war das eine absolute Katastrophe, die zum Tierarzt zu kriegen. Das war Stress für die Katze und Stress für mich. Ja, aber wie gesagt, es gibt hier genug streunende Hunde und Katzen. Leider. Ich finde, jede Katze, natürlich auch jeder Hund, aber jede Katze verdient irgendwie ein Zuhause. Es ist sehr, sehr traurig zu sehen, dass die jetzt vor allem in der Kälte und so da draußen wieder rumlaufen und man kann jetzt auch nicht so viel Essen rausstellen. Es regnet die ganze Zeit immer. Ja, mal schauen. Am Dienstag soll der Regen weg sein und dann soll es wieder ein bisschen wärmer werden. Okay, das war dann, glaube ich, die Beantwortung der Frage. Und wenn ihr andere Fragen noch habt, dann könnt ihr die gerne stellen.